Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Die Sonne geht unter. Die Masten und Segel der Schiffe werden zu Silhouetten. Die Palmengruppen zeichnen ihr Spinnwebmuster an einen merkwürdig grünen Himmel. Das ist die Stunde, Ihnen die Geschichte des Kapitäns Wolle zu erzählen. Die Geschichte eines großen Kapitäns, der einst die Condor führte, den berühmten Schnellsegler. Kapitän Wolle. Als ich ihn kennenlernte, war er alt. Kapitän eines kleinen Dampfers, der einmal im Monat in Batu Beru anlegte. Ein Dampfer mit Namen Sofala. Von meiner Veranda konnte ich sehen, wie das Schiff vorsichtig den Strom heraufkroch. Ich sah auch Wallace' große, wuchtige Gestalt auf der Brücke. Und neben ihm den Sereng, einen alten, verschrumpelten Malai. Ja, und dann hörte ich die Schiffssirene. Batu Beru, Tuan. Wie nah sind wir am Ufer, Sirene? Sehr nahe, Tuan. Batu Beru, sehr nahe. Langsam voraus. Langsam voraus. Die Sandbank, Tuan. Lass die Maschine stoppen. Maschine stopp. Lass loten, Sir. Wie viel? 8 Fuß. Macht sie noch ein wenig Fahrt, Sir? Ein wenig, Tuan. Sieh scharf hin, wie du es auf der Condor gelernt hast. Ja, Tuan. Wo ist die Palmengruppe? Sie kommt, Tuan. Da ist sie. Lass das Lot einholen. Maschine halbe Kraft voraus. Maschine halbe Kraft voraus. Wer kommt? Sirene. Mr. Massey. Kapitän Wolle, Sie haben die Sandbank gestreift. Um ein Haar hätten wir festgesessen. Nun, warum sagen Sie nichts? Natürlich. Für Sie ist der Räder eines Schiffes Mr. direkt. Messi, ich ja, habe ich weiß, Ihnen ich weiß, jede Einmischung... Sie haben mir jede Einmischung in die Schiffsführung untersagt. Sie haben es fertig bekommen, mich einen Vertrag unterschreiben zu lassen, der meine Sofala in Ihre Gewalt gebracht hat. Sie sind herrschsüchtig, Herr. Herr Messi, ich habe Sie wiederholt gebeten, Ihre Jacke nicht auf der Brücke aufzuhängen. Vor allem nicht neben dem Kompass. Auf Ihrer Brücke neben Ihrem Kompass? Sagen Sie, wem gehört eigentlich Mr. Messi. Mein Gott, ich nehme es ja schon weg. Auf meinem Schiff nehme ich meine Jacke von Ihrer Brücke. Aber ich warte Sie. Ich warne Sie, Kapitän Wolle. Treiben Sie es nicht zu arg. Ich könnte Herr Messi, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Brücke verlassen würden. Ihren Hochmut werde ich Ihnen auch noch austreiben. Hallo, Jack. Ja, was ist denn? Warum grinsen Sie so? Stern.
Wally hat die Sandbank mitgenommen. Unser Kahn hat den ganzen Schlamm aufgerührt. Der Fluss war braun wie Milchkaffee. Allerhand, weißt? Wenn Sie oben gestanden hätten, säßen wir jetzt fest und ich würde mich nicht mal wundern. Sie werden sich noch wundern, Jack. Es gibt noch eine kleine Überraschung. Auch für Sie. Ach nee. Wollen Sie etwa das Spionieren aufstecken, Stern? Im Gegenteil, Jack. Man muss die Augen offen halten. Haben Sie wieder rumgeschnüffelt? Es stinkt, Jack. Wissen Sie das Neueste? Kapitän Wally schickt Geld an eine Frau in Sydney. Gott segne Ihren Spürsinn. Aber meine Vermutung, Jack. Stern, Sie könnten den Teufel in Verlegenheit bringen. Vielen Dank für Ihre gute Meinung. Immerhin werden Sie demnächst auf der Sofala einige kleine Veränderungen erleben. Ach. Was würden Sie sagen, wenn ich bei unserer nächsten Auswahl als Kapitän auf der Brücke stehen würde? Ich? Nichts. Ja. Nichts. Auf diesem Narrenschiff ist alles möglich. Ist das Stern? Herr Alte, einen Augenblick Ruhe hat man. Mr. Stern, wo stecken Sie? Hier, Captain, ich komme auf die Brücke. Lassen Sie klar machen zum Anlegen. Strom aufwärts. Die Ebbe hat eingesetzt. Jawohl, Captain. Klar machen zum Anlegen. Strom aufwärts. Kapitän Stern. Lachen Sie nicht so niederträchtig, Jack. Sie und Captain. Wie ist das Fenster, Ahmed? Ja, Tuan. Warum singen die da? Die Nacht kommt, Tuan. Ein Offizier vom Schiff ist da, Tuan. Ein Offizier von der Sofala? Lass ihn eintreten. Ja, Tuan. Ich störe doch hoffentlich nicht, Minna. Mr. Stern, welche Überraschung. Dann nehmen Sie Platz. Danke. Ich hätte es nicht gewagt, hierher zu kommen, aber es handelt sich um eine wichtige Mitteilung, Minja van Wyk. Sehr wichtig. Eine wichtige Mitteilung? Für mich? Für Kapitän Wally. Warum sagen Sie nicht selber, Mr. Stern? Sie sind doch sein erster Offizier. Er würde mich nicht anhören. So? Für Wally ist unser einer Luft. Was Sie nicht sagen. Ich hatte immer den Eindruck, dass Kapitän Wally sich äußerst korrekt benimmt. Ihnen gegenüber gewiss, Minna van Wyk. Und deshalb sind Sie auch der Einzige, der ihn warnen könnte. Warnen? Wozu? Er befindet sich in großer Gefahr. Ich bin Ihr Chief. Ihr Ingenieur, Mr. Massey. Ja? Und? Es ist meine Pflicht, Sie darauf aufmerksam zu machen. Sie bringen das ganze Schiff in Gefahr. Quatschen Sie doch nicht immer von Gefahr, Jack. Ich quatsche von Gefahr? Mr. Massey, wenn wir noch weiter diese Donnerbüchse von Kessel einheizen, fliegt Ihre werte Sofala demnächst in die Luft. Aber ohne mich. Unsinn, Kessel ist gut. Wenn Sie Selbstmord begehen wollen, ist das Ihre Sache. Ich werde Ihnen dabei nicht behilflich sein. Reden Sie gefälligst respektvoller mit Ihrem Reeder, Jack. Spielen Sie sich doch nicht auf. Reeder, Massey. Wenn Sie nicht einen neuen Kessel anschaffen, sind Sie am längsten Reeder gewesen. Was geht das Sie an? Mr. Massey, ich habe es Ihnen schon gesagt. Ich bin der verantwortliche Ingenieur dieses Schiffes. Leider. Entweder einen neuen Kessel oder ich hau ab. Ich habe eine Frau.
die sich Sorgen um mich macht. Na, legen Sie doch nicht, Jack. Ihre Frau ist doch schon längst davongelaufen. Mann, der dauernd besoffen ist. Sie kriegen doch nie mehr eine Stellung. Meine Sache. Lieber will ich als Trimmer anheuern, als noch länger mit diesem Kessel fahren. Nun wissen Sie Bescheid. Jack, sag mal vernünftig. Du sollst deinen Kessel haben. So? Lässt Kapitän Wolle seine Einlage stehen? Der? Er stickt der an seinem Geld. Na, 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 na. Also wenn er es nicht nötig hätte, würde er doch nicht mit ihrem Kahn fahren. Jack, dieser verdammte Wolle, der ist nur auf die Sofala gekommen, um mich zu ruinieren. Um mich fertig zu machen. Mit seinem verdammten Hochmut. Der Schuft will mich auspunkten. Sie spinnen ja, Massi. Sie spinnen ja, Mann. Ohne die 500 Pfund, die er Ihnen als Teilhaber mitgebracht hat, legen wir heute noch in Singapur fest. Alles Mittel zum Zweck. Mit seinem Geld wollte er mich nur in die Gewalt bekommen. Ja, ich weiß noch, wie er zu mir kam. Der Hafenmeister hätte ihn geschickt, behauptet er scheinheilig. Aber ich wette, die ganze Zeit hat er auf der Lauer gelegen. Bisschen viel Aufwand für Ihren alten Kasten. Jack, diese Aasbande von Seeleuten hat sich gegen mich verschworen. Wolle ist mein Feind. Massi, lassen Sie es sich gesagt sein. Ihr Feind ist das Lotteriespiel. Reden Sie doch keinen Unsinn, Jack. Wovon habe ich denn damals die Sofala gekauft? Von dem Hauptgewinn, den ich vor 8 Jahren gemacht habe. Das sollen Sie doch wissen. Hat doch in allen Zeitungen gestanden. Richtig. Und seitdem verspielen Sie Ihre gesamten Einnahmen. Ja, Mann, was soll ich denn machen? Ich muss doch Lose kaufen, wenn ich noch mal gewinnen will. Sie und noch mal gewinnen. Das schlagen Sie aus dem Kopf. Sowas wiederholt sich doch nicht. Es wird sich wiederholen. Ich habe das Gesetz entdeckt. Was haben Sie entdeckt? Das Gesetz der Gewinnchancen. In 6 Wochen ist Ziehung. Ich werde alle Lose kaufen, auf die der Hauptgewinn fallen könnte. Hören Sie? Alle Lose werde ich kaufen. Sie sind ein komischer Heiliger, Massi. Unser einer muss Schnaps trinken, damit er besoffen wird. Und Sie kritzeln ein paar Zahlen auf einen alten Frachtbrief und sind auch blau. Eine verrückte Welt. Sie werden sehen, dass ich recht behalte. Jack, Kopf hoch. Wir kaufen uns einen neuen Kessel. Guten, teuren Yellow-Kessel. Sagen Sie mal, für wen halten Sie mich eigentlich? Ach, Sie glauben mir nicht, Jack. Kein Wort, Reda Massi. Sie haben mich schon zu oft reingelegt. Es gibt nur eine Chance für Sie. Sprechen Sie mit Wolle, damit er den Vertrag erneuert. Und nehmen Sie seine 500 Pfund und schaffen sich einen neuen Kessel an. Sonst haben Sie am längsten Räder gespielt. Mahlzeit. Mann, du bist der Erste, den ich rausschmeiße. Sylvain, bist du noch da? Ich bin da, Tuan. Worauf wartest du? Tuan, nicht gut auf Sofala sein. Ich weiß. Geh fort von diesem Schiff, Tuan. Geh zu deinen Kindern. Auch ich zu meinen Kindern gehen, wenn mein Auge trüb ist und mein Arm zittert. Zittert mein Arm, sicher. Tuan, du sehr mächtig, aber böse Geister kommen auch zu den Mächtigen. Tuan, du bist alt. Ja. Tuan, Unheil ist schneller als dein Blick. Seinen Schritt kannst du nicht hören, seinen Schatten nicht sehen. Wolle! Tuan. Wolle! Still. Kapitän Wolle! Ach, hier sind Sie. Muss dieser gelbe Affe immer dabei sein? Das ist meine Kajüte, Mr. Massey. Was wünschen Sie? Lass uns allein sein. Sie wollen also unseren Vertrag kündigen, Kapitän Wolle. Ich habe ihn gekündigt, Mr. Massey. Aber das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Kapitän. Herr Massey, ich habe mit Ihnen einen 3-jährigen Vertrag geschlossen. Die 3 Jahre sind um. Aber lieber Kapitän Wolle, Sie können mich doch nicht einfach im Stich lassen. Ich brauche die 500 Pfund. Wirklich. Ja. Sie müssen wieder Lotterielose kaufen. Na, wer spricht denn von Lotterielosen?
Die Sofala braucht einen neuen Kessel. Sie als Kapitän sollten es doch wissen. Mr. Massey, ich habe Ihr Schiff 3 Jahre lang geführt. In diesen 3 Jahren haben Sie so viel verdient, dass Sie mit Leichtigkeit den Kessel hätten erneuern lassen können. Aber Sie gefährden lieber das Leben Ihrer Besatzung und schicken jeden Gulden nach Malina. Sie sind einer der größten Lotterienarren, die mir je vorgekommen sind. Ich verbiete Ihnen, so mit mir zu sprechen, Kapitän Wolle. Ich bin Ihr Reeder. Und ich Ihr Teilhabe. Dann lassen Sie die 500 Pfund noch ein Jahr stehen. Nein. Ich beschwöre Sie, Wolle. Ich sagte nein. Ja, warum denn nicht? Jeder weiß doch, dass Sie Geld haben. Was sind denn 500 Pfund für Sie? Ein Dreck. Aber für mich sind Sie alles. Meine Existenz hängt davon ab. So lassen Sie doch mit sich reden. Ich bedauere. Ja. Ja, ich weiß. Ich weiß, Sie verachten mich. Sie gehen um mich herum wie um einen Haufen Dreck. Und das auf meinem Schiff. Mit Ihrem widerlichen Hochmut haben Sie mich dazu gebracht, den Tag zu verfluchen, an dem ich das Licht dieser Welt erblickte. Es ist so. Ich habe mich buchstäblich vor Ihnen erniedrigt. Kapitän Wally, Sie müssen mir helfen. Ich habe Ihnen schon einmal geholfen. Aber es hat keinen Sinn, Sie würden meine 500 Pfund nur verspielen. Kapitän Wally, so haben Sie doch ein Herz. Erniedrigen Sie sich nicht noch mehr. Wally, treiben Sie mich nicht zum Äußersten. Soll das eine Drohung sein, Herr Messe? Ich werde mich an unseren Vertrag halten. Dann sind wir uns einig. Ich kann Sie entlassen und Ihre 500 Pfund noch ein volles Jahr zurückbehalten. Wenn Sie sich etwas zu Schulden kommen lassen, so steht es im Vertrag. Sie versehen Ihren Dienst nachlässig, Kapitän Wolle. Ich erwarte, dass Sie diese Behauptung begründen, Herr Messe. Sie lassen den gelben Kapitänsdienste tun. Reden Sie keinen Unsinn. Das Serenger spart Ihnen einen Offizier. Sie könnten ihm höchstens dankbar sein. Diesem Affen? Kein anständiger Kapitän würde so etwas auf seiner Brücke dulden. Sie haben auf der Sandbank festgesessen. Es war ein Navigationsfehler. Nehmen Sie sich in Acht, Kapitän Wolle. Ich kann Sie nach Ziffer 6 unseres Vertrages entlassen. Sie werden mich nicht entlassen. Ich werde Sie nicht entlassen? Nein. Und warum nicht, wenn ich bitten darf? Weil Sie feige sind, Mr. Messe. Sonnensegel zusammen. Ja, Tuan. Sonnensegel zusammenrollen. Na, Jack, warum haben Sie nicht mit dem Trinken gewartet, bis ich wieder zurück war? Was wollten Sie eigentlich an Land, Stern? Oh, nichts Besonderes. Bisschen die Beine vertreten. So, so. Möchte wetten, da haben Sie wieder was eingerührt. Sie müssen mich wirklich für ein Schwein halten, Jack. Bestimmt, Stern. Hören Sie bloß dieses Gesinge, das ist scheißlich. Stopfen sich die Ohren zu. Sie wissen, welchen Dämon die da angrölen. Ich nicht. Gießen sich eins da. Hoffentlich haben Sie anständigen Whisky, Jack. Für Sie wird er wohl gut genug sein. Sind ja heute wieder von einer bezaubernden Liebenswürdigkeit, Jack. Ich bin, wie ich bin. Wenn es Ihnen nicht passt, müssen Sie wegbleiben. Prost. Prost. Jack, es ist etwas im Gange. Gerade heute. Es ist ein, sagen wir, ein schicksalhafter Tag. Ach, Quatsch. Das haben Sie damals auch gesagt, als Wally auf die Sofala kam. Ich habe es Ihnen gleich gesagt, der wird unser neuer Captain. Ein Mann wie Wally auf diesem jämmerlichen Kasten. Jack, Sie kennen die Menschen nicht. Nee, ich schlüffel nicht gern an Ihnen rum. Sie können vor allem nicht kombinieren, Jack. Sowas wie Sie habe ich mal in einem Keentop auf der Leinwand gesehen. Der Mann wurde im letzten Akt aufgehängt. Das Publikum war sehr einverstanden mit diesem Schluss. Ich weiß, Jack, Sie können nicht 2 Minuten mit einem Menschen zusammen sein, ohne ihn zu beleidigen. Oh, ich nehme Sie nicht übel. Und wenn schon. Mich kotzt der verdammte Ehrgeiz an, Stern. Jack, was hat das Leben für einen Sinn, wenn man nicht weiterkommt? Ich habe es satt, mich dauernd treten zu lassen, so. Übrigens, Massey war vorhin beim Alten. Na und? Wally wird seinen Vertrag bestimmt nicht erneuern. Möglich. Glauben Sie, dass Massey einen neuen Kapitän kriegt? Ausgeschlossen. Bei seinem Ruf in der christlichen Seefahrt. Sie haben sich wohl schon goldene Streifen an die Ärmel genäht. Was? Captain Stern. Feine Sache, was? Warum sollte es keinen Captain Stern geben? Sicher.
Auf dieser Brücke hat bei Wally schon mancher Hohlkopf gestanden. Ich wundere mich nur heute, dass wir immer so mit dem Leben davongekommen sind. Über mich werden Sie sich nicht zu beklagen haben. Lassen Sie endlich Ihre kindischen Hoffnungen wegschwimmen, Stern. Sie werden es bei Massey nie zu etwas bringen. Und warum nicht? Weil er sie nicht ausstehen kann. Ist noch heute wütend, dass er sie so schnell zum Ersten machen musste, weil kein anderer da war. Sieh, Jack, ich werde ihn zwingen, mir diesen Posten zu geben. Zwingen? Ach nee, wie wollen Sie denn das anstellen? Abwarten. Ist noch zu früh, Jack. Aber sieh mal da. Der Alte geht an Land. Ja, warum nicht? Der Holländer hat ihn eingeladen. Van Wyk. Das macht er doch immer, wenn die Sofala hier liegt. Die einzige Gesellschaft, die sich dieser verrückte Holländer gönnt. Ja, sie wird er bestimmt nicht einladen. Verdammte Narren alle beide. Der eine fährt zu seinem Vergnügen den Auswurf der Menschheit spazieren. Der andere lässt sich hier in aller Stille von Moskitos auffressen. Und dabei könnte zu Hause ein großes Tier sein. Seine Sache. Wahrscheinlich unglückliche Liebe. So? Haben Sie das auch schon rausgeschnüffelt? Wohin bei ihm? Sie können doch niemand in Frieden lassen. Sehen Sie mal, Jack. Schauen Sie doch. Was denn? Fällt Ihnen an Wallys Gang nichts auf? Was soll mir denn auffallen? Achten Sie doch mal drauf. Wissen Sie, wie der geht? Als wenn er seinen Weg vorher genau abgezirkelt hätte. Sehen Sie mal. Als wenn er Ihnen aus dem Gedächtnis gehen würde. Sonderbar, was? Auf was Sie nicht alles kommen. Ein Augenblick. Wo wollen Sie denn hin? Zu Massey. Ach, den Weg können Sie sich sparen, er wird Sie rausfeuern. Bestimmt nicht. Ich habe ihm eine Mitteilung zu machen, die ihn interessieren wird. Sehr interessieren, mein guter Jack. Ali, wer ging jetzt vorbei? Mr. Stern ging vorbei, Sereng. Schläfst du nicht? Ich sehe die Sterne, Ali. Nein, Sereng. Du denkst an den weißen Tuan auf der Brücke. Der Tuan regiert das Schiff. Ich bin sein Diener. Sereng, ich höre das Schiff seufzen. Das Schiff ist müde. Es ruft nach dem Meer. Nein, Sereng. Es sind böse Geister auf dem Schiff. Böse Geister? Wird sie der Tuan auf der Brücke vertreiben? Wer kann es wissen, Ali? Sereng, Sie streiten wieder. Nicht gut für das Schiff, Sereng. Soll mich in Ruhe lassen, sag ich Ihnen noch einmal. Sind verrückt, Stern. Ich will Ihr Kapitän werden, Mr. Massey. Hauchen Sie mich an, Stern. Sie haben getrunken. Mr. Massey, Sie könnten wirklich Vertrauen zu mir haben. Vertrauen sieht nach Beförderung aus. Ich würde Ihnen niemals Schwierigkeiten machen, Mr. Massey. Ich würde Ihre Interessen immer im Auge behalten. Auge? Übrigens, Sie schielen ja, Mr. Stern. Ich schiele nicht, Mr. Massey. Nein, wirklich nicht. Es ist nur eine leichte Anomalie. Ich kann Ihnen ein ärztliches Attest vorlegen. Sie haben recht, Mr. Stern. Ich habe mich getäuscht. Ich schiele nicht. Sie haben nur falsche Augen. Das ist es, falsche Augen. Sie wollen sich über mich lustig machen, Mr. Massey. Sie haben wohl erwartet, dass ich Sie ernst nehme, was? Ich bin aufrichtig, Mr. Massey. Nein, Sie sind ganz einfach frech. Damit wollen Sie es schaffen, aber nicht bei mir, Freundchen, nicht bei mir. Merken Sie sich das gefälligst. Ich komme nicht mit leeren Händen, Mr. Massey. Kehren Sie sich fort. Ich könnte Ihnen eine Mitteilung machen, die es Ihnen erlaubt, Wally wegzuschicken. Ohne, dass Sie ihm seinen Anteil auszahlen müssen. So? Ich könnte Ihnen Sachen erzählen. Lassen Sie mich in Ruhe. Aber es wird Sie wirklich sehr interessieren, Mr. Massey. Gib Ihnen keinen Penny für Ihre Mitteilung. Mr. Massey, überlegen Sie es sich. Gute Nacht, sagen Sie Jack. Er soll sich nicht wieder betrinken. Ich will keinen Krach auf meinem Schiff. Sagen Sie ihm das, Mr. Stern. Sitzen Sie bequem, Kapitän Wolle. Ich danke Ihnen, Herr Van Wyk. Darf ich Ihnen das Glas füllen? Ja, danke. Die Nächte hier haben etwas Gewaltiges. Man spürt den Atem der Welt. Man riecht ihn. Man ist wie benommen von ihm. Es ist unmöglich zu schlafen. Ihr Wohl, Kapitän. Auf das Ihre, Meneer Van Wyk. Gefällt Ihnen der Gesang? Ihre Kulis? Nein, 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 das sind nicht meine Kulis. Ihr Gesang würde träger klingen, furchtsamer. Oder auch verträumter. Der Furchtsame träumt gern. Nein, nein, diese da sind Krieger. Sie singen von ihren Taten und von ihren Siegen. Wie alle Krieger. Und doch, auch bei diesem Gesang kann man träumen. Sie träumen.
Minja von Weig? Ja. Ich träume zuweilen. Von einer Stadt mit schönen, breiten, stillen Straßen. Von Häusern, die in blühende, duftende Gärten eingebettet sind. Ja, und von Menschen, die mir mal nahe gestanden haben. Ja, Sie kennen das ja, Kapitän Wolle. Ja, ich kenne es. Man kann es nicht vergessen, was einem gehört hat. Übrigens sind es heute 5 Jahre, dass ich hierher kam. 5 Jahre. Manchmal begreife ich selber nicht, dass ich hier bin. Sie werden Ihre Gründe gehabt haben. Vielleicht wollte ich ein neuer Robinson werden. Ich habe drüben alles aufgegeben, alles. Und ich stand am Beginn einer großen Karriere. Ich hörte es. Ich hätte dieser Karriere meine gesunden Empfindungen opfern müssen. Kapitän Wolley. Ja, von Weig. Ich habe Vertrauen zu Ihnen. Mehr als zu irgendeinem anderen Menschen auf der Welt. Ich bin verraten worden, Kapitän. Ich dachte es mir. Verraten von einer Frau. Oder sagen wir, man hat mir Unrecht getan. Ein Unrecht, das ich nicht hinnehmen konnte. Aber es ist vorbei. Oh ja, ich fühle mich wohl hier. Die Welt dort, die brauche ich nicht mehr. Sehen Sie, ich bin wirklich ein neuer Robinson geworden. Das ist alles sehr einfach. Nichts ist einfach, Minja van Weyck. Eines Tages werden Sie wieder zurückgehen müssen. Ich zurückgehen? Wer sollte mich dazu zwingen? Ihr Gewissen. Sie sind noch zu jung, um hierher zu kommen. Nach Batu Beru, um sich hier zu begraben. Ja, begraben. Weil man Ihnen ein Unrecht zugefügt hat. So also sehen Sie es, Kapitän. Aber mein Gewissen ist rein. Eines Tages wird es die Lüge zerstören, die Sie jetzt noch abhält, Ihre Pflichten an der Stelle zu erfüllen, für die Sie bestimmt waren. Aber ich verachte die Welt, die ich verlassen habe. Ich will nichts mehr mit einer Gesellschaft zu tun haben, die Unwahrheit und Heuchelei zu ihrem Prinzip erhoben hat. Und doch können Sie nicht ohne sie auskommen. Sie brauchen Zeitungen, Bücher, Sie besitzen ein Klavier. Sie pflegen die Passionen eines gebildeten Europäers. Sie überschätzen die Bedeutung dieser Dinge in meinem Leben. Sie haben sich geflüchtet, Minja van Weyck. Sie sind weggelaufen. Aber ich musste es tun. Man muss standhalten. Auch wenn es unerträglich ist? Auch dann. Dies ist Ihr Glas, Kapitän Wolle. Oh, Entschuldigung. Nun und Sie? Verachten Sie nicht auch die Welt? Sie müssen sie verachten. Wie kommen Sie darauf? Auch Ihnen ist die Welt viel schuldig geblieben, Kapitän. Das will nichts besagen. Nein, Sie können mich nicht täuschen. Mich nicht. Ich habe manchmal versucht, das Maß an Stolz, an Überlegenheit auszumessen, das Sie bewogen hat, auf Messis Schiff zu fahren. Sie, den großen Kapitän Wolley. Sie machen sich zu viel Gedanken, Minja van Weyck. Man sagt, Sie seien reich. Warum gehen Sie dann nicht zurück nach England? Warum kaufen Sie sich kein Landgut oder wenigstens ein Haus? Warum züchten Sie nicht Rosen oder Hunde? Warum verbringen Sie nicht Ihre Tage in dem Frieden eines geordneten Anwesens? Warum fahren Sie auf einem alten Kasten mit einer Rotte zänkischer Seeleute durch diese entlegenen Gewässer? Mit einem ausgesuchten Narren als Reeder, einem bösartigen Narren? Ich könnte Ihnen eine Antwort geben, Minja van Weyck. Ich kenne Ihre Antwort. Nein. Doch, Kapitän Wolley. Sie verabscheuen die Gefühle der Menschen, in deren Mitte Sie wieder zurückkehren müssten. Seien Sie doch ehrlich. Sie können nicht in dieser Welt leben, aus der ich geflohen bin. Ich bewundere Sie, Kapitän Wolley. Bewundern? Dazu ist kein Grund. Ich bewunderte Sie von dem Augenblick an, da Sie zum ersten Mal nach Batu Beru kamen. Erinnern Sie sich noch? Sehr gut. Sie waren ärgerlich über Messis ewige Unpünktlichkeit. Unpünktlichkeit ist sehr milde ausgedrückt. Die Sofala blieb oft monatelang aus. Aber Sie haben diesen Narren zur Raison gebracht. Das war nicht schwer. Trotzdem, Sie könnten wie ich drüben in der anderen Welt leben. In Ruhe leben. Aber Sie ziehen es vor zu kämpfen. Sie lieben das Abenteuer. Sie irren,
bin ja von weg. Ich bin nur arm. Sie sind arm? Ich kämpfe nicht, weil es mir Spaß macht. Ich kämpfe um mein Leben. Mein Gott. Wie denn um Ihr Leben? Ich habe vor 3 Jahren mein Vermögen bei dem großen Bankkrach verloren. Die 500 Pfund, die ich Messe geliehen habe, sind mein einziger Besitz. Prüfung, Van Wyck. Einmal kommen Sie. Prüfung? Ich habe eine Tochter, sie lebt in Sydney. Warum fahren Sie nicht zu ihr? Das Geschäft Ihres Mannes ging bankrott. Er verlor darüber seine Gesundheit. Er lebt im Rollstuhl. Das war die zweite Prüfung. Ich verstehe, Sie müssen für Ihre Tochter arbeiten. Ich schicke ihr jeden Monat die 10 Pfund, die Messe mir als Gehalt zahlt und jedes Vierteljahr meinen Gewinnanteil. Und ich, Narr, habe Ihnen ein romantisches Gefühl angedichtet. Sie würden mich verachten, wenn Sie alles wüssten. Ich Sie verachten niemals. Sie würden mich verachten. Ich bin ein Betrüger. Kapitän Wallace. Ich habe Sie alle betrogen. Was reden Sie denn da? Ich bin unfähig, ein Schiff zu führen. Unfähig? Was wollen Sie damit sagen, Kapitän? Ich bin so gut wie blind. Kapitän Wolle. Das ist die dritte der Prüfung. Oder sollte ich sie lieber Heimsuchung nennen? Es dauerte lange, ehe ich daran zu glauben vermochte. Die Sonne wurde immer kleiner und ferner. Die Sterne erloschen. Einer nach dem anderen. Warum sind Sie nicht zu einem Arzt gegangen? Wie konnte ich? Messi hätte es erfahren und keine Minute gezögert, mich davon zu jagen. Er hätte die 500 Pfund eingesteckt, die meiner Ivy, meiner Tochter gehören. Sie müssen Ihr Kind sehr lieben, Kapitän. Ich frage mich manchmal, ob es nicht Sünde ist. Und wenn es auch Sünde wäre, Van Wyck, wenn es auch Sünde wäre, Gott hat mir das Licht meiner Augen genommen, aber er kann mich nicht von meinem Kinde abziehen. Nein. Ich werde keinen Schritt zurückweichen. Weiß es jemand? Nein. Auch Stern nicht? Oh, Stern ist kein Gegner für mich. Sie wollen also weiterfahren? Ich muss. Ich muss weiterfahren. Ist es nicht gefährlich? Nein. Ich kenne den Kurs auswendig. Mein Serein steuert nach meinen Anweisungen. Es kann nichts passieren. Nein, 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 sicher nicht. Ich brauche mir keine Vorwürfe zu machen. Nein, nein. Ich werde meinen Namen nicht beschmutzen. Könnten Sie nicht doch mit Messi reden, Kapitän? Glauben Sie, dass er Nachsicht mit mir hätte? Er? Mit mir? Nein, nein, Sie haben recht, ist der töricht. Von ihm abhängig sein? Nein, das bricht dich nicht fertig. Es ist meine letzte Fahrt, Minier Van Wyck. Muss ich zu Ende bringen. Und dann? Ich lasse mir mein Geld auszahlen und fahre nach Sydney. Ich will mein Kind noch mal sehen. Bevor es Nacht wird. Kann ich Ihnen helfen, Kapitän Wolle? Ich danke Ihnen, Van Wyck. Vielleicht könnte ich werde diese Fahrt noch durchhalten. Ich bewundere Ihren Mut. Es gibt nichts anderes mehr für mich, als mutig zu sein. Das ist alles. Gott hat mich verlassen. Warum? Wer kann das wissen? Die 3 scheint 17 Mal im Turnus. Dann die 8. Das war die 8. Verdammtes Geplärr da drüben. Wie war das, die 3? 17 Mal im Turnus, dann die 8. Wie waren das vor 2 Jahren? Richtig, 2 Jahren. Hauptgewinn, der fiel auf Nummer 17, 364. Quersumme 21, gleich 3 mal 7. Ungerade Zahl. Aber gerade und ungerade Zahlen wechseln im Verhältnis von 2 zu 3 seit 14 Jahren. Aber die 8, die 8, die 8. 8 passt nicht hinein, Herrgott, nochmal die 8. Muss die Reihe rausbekommen. Ich hatte sie ja schon fast. Gibt ein Gesetz. Nur ein Narr glaubt an den Zufall. Gut, gut. Also die 3er-Reihe. Aber ich muss 100 Lose kaufen, um sicher zu gehen. Besser wären sogar 200. Das sind 400 Pfund. Verdammt, 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 ich brauche Wallis Geld. Muss die 500 Pfund haben. Ich muss ihn rumkriegen, diesen schäbigen Filz, diesen Geizkrämer, der sich nicht die Luft zum Atmen gönnt. Dieser Filou, dieser Geizkrämer, das... Jack, ja, natürlich wieder besoffen, wie immer. Nicht mal auf seinem eigenen Schiff hat man Ruhe. Na Jack, also wollen Sie denn endlich mit Ihrem besoffenen Krakeel hier aufhören oder nicht?
Ich soll wohl flüstern lassen. Viel lieber, Rie. Kann ich auch. Pass auf, großer Räder, Massi. Lass mich zufrieden, Jack. Massi, kann Schiff ohne Kessel fahren? Blödsinn. Du schüttelst den Kopf, großer Räder, Massi. Kann der Kessel ohne Schiff im Meer schwimmen? Ach, lassen Sie doch das. Braucht ein Räder einen guten Jarrow-Kessel, wenn sein Kahn auf den Klippen rostet? Massi? Halten Sie Mund, Jack. Verstehe ohnehin kein Wort von Ihrem verdammten Geschwätz. Die Zeit fehlt, alter Junge. Aber ich kann ja ein bisschen deutlicher werden. Was zahlt denn die Versicherung, wenn der Kahn absäuft? Brauchst keinen Kessel mehr zu kaufen und hast trotzdem Geld genug zum Verspielen. Na, ist das ein Vorschlag? Räder, Massi? So leicht zu machen. Brauchst nur eine alte Jacke mit Schrauben. Quatsch! Muss nur deine Jacke an einen richtigen Platz hängen. Nicht über den Stuhl. Muss sie im Kompass hängen. Und die Magnetnadel. Ja, vollkommen besoffen. Besoffenes Stück, du. Oder hast du Angst, Massi? Mensch. Sieht doch keiner. Wolle passt nicht auf. Das hier rein? Pah, der Affe. Lass mich jetzt in Ruhe, ich will schlafen. Du wirst nicht eher schlafen können, bis der alte Kasten so voller seine Ruhe hat. Halt doch dein Maul, du verdammter Trunkenbold. Wie ein Grab schweigt der gute Jack. Wie eine alte Jacke mit Eisen. Los, Massi, sein flotter Beul. Ran an Kompass und dann hinab in die See. Hinab in die See. Endlich. Und ein Tisch. Dort gehörst du auch hin. Und ein Tisch. Ah, spannende Titel. Lass ich einfach volllaufen. Aber ich lass mich von euch nicht einwickeln. Ich nicht. Wache! Tuan, du gerufen? Hol mir Mr. Stern. Stern nicht an Bord, Tuan. Was ist? Nicht an Bord? Nein, Tuan, nicht an Bord. Kehr dich weg. Ja, Tuan. Da steckt doch wieder eine Teufelei dahinter. Ist das Stern? Hier, Minister von Weiden. Verdammte Dunkelheit. Ich wusste, dass Sie mich heute noch rufen würden. Nicht so laut. Kann uns niemand hören. Jack ist vollkommen betrunken und Massi ist vorhin schlafen gegangen. Wo ist Kapitän Wolle? Wahrscheinlich schläft er auch. Ist jedenfalls kein Licht mehr in seiner Kabine. Na gut. Also, Mr. Stern, die Lage ist ernster, als ich heute Morgen annehmen konnte. Ah, Sie haben mit Kapitän Wolle gesprochen. Ich nehme an, dass ich es in Ihnen mit einem Ehrenmann zu tun habe. Sie können sich ganz auf mich verlassen, wenn Herr van Wyk vollkommen. Ich hoffe es. Und wie steht es mit Massi? Massi? Er scheint endgültig entschlossen zu sein, den Kapitän um seine 500 Pfund zu bringen. Bin sicher, dass er ihm eins auswischen will. Angenommen, er bekäme ein Darlehen für seinen Kessel. Von Wolle? Ausgeschlossen. Na und? Vielleicht von mir? Das verändert die Situation allerdings gewaltig. Auch für mich? Nicht unbedingt. Wenn ich Massi Geld gebe, habe ich schließlich auch ein Wort über Wolles Nachfolger mitzureden. Gewiss, das hätten Sie. Es könnte leicht möglich sein, dass ich Sie vorschlage. Sie sind zu gütig, Minister van Wyk. Dürfen mich nicht für schlecht halten, aber der Kapitänsposten ist nun mal ungemein wichtig für mich. Sehen Sie, man braucht doch ein Sprungbrett, man will es doch mal weiterbringen. Dann wird es Ihnen ja nicht schwerfallen, meine Bedingungen zu akzeptieren. Alles, was Sie wollen. Es ist im Grunde nur das.
Mr. Stern, Sie werden dafür sorgen, dass Kapitän Wolle seine letzte Fahrt auf der Sofala ohne Zwischenfall beendet. Mein Wort, Herr van Wyk. Unter allen Umständen. Haben Sie mich verstanden? Sie können sich ganz auf mich verlassen, Herr van Wyk. Noch eins, Mr. Stern. Kapitän Wolle darf nicht erfahren, dass Sie seine Krankheit kennen. Er darf es nicht erfahren, hören Sie? Ist das da? Ah, was gibt's, Stern? Alles klar zum Auslaufen, Mr. Massey. Das sehe ich ja selber. Haben Sie mir sonst nichts zu sagen, Stern? Nein, nichts, Mr. Massey. Dann laufen Sie doch nicht weg! Stern! Stern muss auf die Brücke. Aufsässiges Pack. Verdammt nochmal. Ja, warum sind die Leinen nicht durchgeholt? Ja, Tuan. Ja, Tuan, ja, Tuan. Munter, 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 munter. Nichts als Ärger. Die Sofala steht mir meine besten Jahre. Die Sofala hasst mich wie ein Weib, ich weiß es. Ich will stärker sein mit ihren Planken und Masten, ihrem Bauch aus Eisenplatten. Du Biest, du. Was? Ich werde dir das Meer in den Bauch jagen. Du wirst dir den Kessel zerreißen, den verfluchten Kessel, verdammte Schied. Ich muss es noch einmal bei ihm versuchen. Duan, es ist Mitternacht. Ja, mach dich fertig, Sarah. Wir müssen Mr. Stern ablösen. Ja, Tuan. Gib gut Acht, Sarah. Es ist unsere letzte Fahrt. Tuan, Schiff voll böser Geister. Sarah. Tuan. Wenn mir auf dieser Fahrt etwas zustoßen sollte, so nimmst du diesen Brief und bringst ihn zu Minja van Wyk. Ich lege ihn hier unter das Buch. Tuan, nichts wird dir zustoßen. Tuan, du bist wachsam. Du gehst zu Mr. Stern, sagst ihm, dass ich ihn gleich ablösen werde. Ja, Tuan. Ich muss Sie sprechen, Kapitän Wolle. Was wünschen Sie, Mr. Massey? Ja, also zum letzten Mal. Wollen Sie mein Partner bleiben oder nicht? Ich habe Ihnen meinen Entscheid mitgeteilt. Mein Gott, nun seien Sie doch nicht so hartherzig, Kapitän. Sie haben doch, was Sie brauchen. Sie wissen nicht, wie es ist, wenn man das Ziel nicht erreichen kann, nur weil einem ein paar lumpige Pfunde fehlen. Nehmen Sie das Lotteriespiel auf. Das ist doch unmöglich. Ich habe gestern Nacht das Gesetz entdeckt, das Gesetz der Reihe. Ich werde Sie an meinem Gewinn beteiligen. Sie werden es nicht zu bereuen haben, Sie Kapitän Wolle. Sie jedes Wort sparen, Mr. Kapitän, Sie können doch nicht wollen, dass ich mein Gott... Ich habe Ihnen meine Ansicht mitgeteilt. Kapitän, Sie können das nicht verantworten. Verantworten? Was wissen Sie von Verantwortung? Gut. Sie wollen es nicht anders? Sie werden noch merken, was Sie mit Ihrem Starrsinn angerichtet haben. Sie werden das noch merken, Kapitän Wolle. Bald werde ich bei dir sein. Ivy. Ein wenig Geduld noch. Ja, Mr. Massey. Hören Sie, Sie wollten mir doch gestern eine Mitteilung machen. Ich? Nicht, dass ich wüsste, Mr. Massey. Machen Sie doch jetzt keine Geschichten. Raus mit der Sprache. Ach ja, richtig. Ich wollte Ihnen ja was sagen, aber Sie wollten ja nicht hören. Na, nun reden Sie schon. Lohnt sich wirklich nicht, Mr. Massey. Mr. Stern, ich bin bereit, mit Ihnen über Ihre Bedingungen zu sprechen. Tut mir leid, Mr. Massey, ich kann mich auf nichts mehr besinnen. Sie, ich bin Ihr Reeder. Ich habe ein gesetzliches Recht darauf zu erfahren, was auf meinem Schiffe vorgeht. Also schießen Sie los. Bedauere, mein Gedächtnis lässt mich da im Stich. Die Mitteilung muss wirklich nicht viel wert gewesen sein. Entschuldigen Sie, Mr. Massey, ich höre den Kapitän kommen, muss ihm die Wache übergeben. Ich fürchte, er wird nicht erbaut sein, Sie hier auf der Brücke zu finden. Das lassen Sie nur meine Sorge sein, ja? Jack! Was denn, Stern? An
mir kommt der Reif vom Fleck heute. So kann ich nicht ändern. Bisschen mehr Dampf, Jack. Nicht einen Strich mehr. Hab keine Lust, mit dem Kasten hochzugehen. Jack, was ist eigentlich mit Messi los? Was soll mit ihm los sein? Hab eben gesehen, wie er im Store die alten Schrauben und Muttern zusammensuchte. Ach nee. Vielleicht will er sie verkaufen. Hab noch nie so aufgeregt gesehen. Er wird über ihre Beförderung nachgedacht haben. Die Sorgen kann er sich ersparen. So kann er sich ersparen, meinen Sie. Na, Sie müssen es ja wissen. Seven. Wo bist du? Neben dir, Tuan. Es ist heute sehr dunkel, Seven. Es sind Wolken am Himmel, Tuan. Acht auf den Kurs, Seven. Tuan, die Riffe kommen. Dann lass uns mehr nördlich halten. Zwei Strich nach Backbord. Westlich nach Backbord. Neuer Kurs Nordost. Drei Viertel Ost liegt an. Mr. Massey kommt. Kapitän, Ihr letztes Wort. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich endlich in Ruhe lassen würden. Kapitän, helfen Sie mir. Lassen Sie Ihr Geld stehen. Ich kann nicht. Sie haben nicht ein Funkengefühl. Sie irren sich. Bin nur arm. Was sind Sie? Arm? Arm? Ich sagte es Ihnen. Aber ich werde noch mehr haben als die lumpigen 500 Pfund. Nein. Sie sind arm? Mann, und da dringend ist es fertig, mich wie ein Bettler zu behandeln. Ich habe mich vor Ihnen gedemütigt, bin wie ein Hund vor Ihnen auf den Bauch gekrochen, vor Ihren lächerlichen 500 Pfund. Was bilden Sie sich eigentlich ein, Wolle? Kapitän Wolle! Ach was, auch noch hochmütig? Sie werden es nie begreifen, dass der Wert eines Mannes nicht immer in Pfundnoten ausgedrückt wird. Ach Sie, Beachcamper, Sie! Mich zu kujonieren, mich Ihren Räder! Verlassen Sie sofort die Brücke! Jawohl, ich gehe, aber das sagt Ihnen. Sie werden doch von mir hören. Zereng. Das heißt du, Ali. Schiff ist vom Kurs abgefallen. Nicht schlafen, Ali. Nicht schlafen. Was denn? Was denn? Was redet ihr? Siehst du Land, Sören? Nein, Tuan. Kein Land. Du musst Land sehen. Ist es dunstig? Nein, Tuan. Himmel jetzt klar, wie Auge der Götter. Sir, du hast falschen Kurs. Sir! Schiff geht nördlich, Tuan. Sie selber. Sie selber. Vor einem halben Jahr hätte ich's noch gekonnt. Auch wenn ich ihn mit Händen ertasten könnte, den Kompass, wie es die Blinden tun. Was ist das? Was hängt hier? Jacke von Mr. Massey. Am Kompass? Hat sie vorhin hingehängt, Tuan. Was denn? Eisen in den Taschen. Eisen am Kompass. Ach so, die Magnetnadel will er ableiten. Das Schiff auf die Klippen jagen. Mein Schiff auf die Klippen jagen. Sir, beide Maschinen äußerste Kraft zurück. Schnell, schnell. Beide Maschinen äußerste Kraft zurück. Wir sitzen auf dem Riff. Lassen Sie sofort das Boot klar machen, Sir. Boot klar machen und ausschwingen. Helsere, Stern. Bitte Schiff mit dem Messer aufgeschnitten. Macht schnell, Jungs. Der Kessel kann jeden Augenblick in die Luft fliegen. Hol den Brief, Sir. Ja, Tuan, ich gehe. Kapitän, sind Sie verrückt geworden? Sie haben mein Schiff auf die Klippe gesetzt. Mensch, geben Sie mal meine Jacke her. Die Jacke bleibt hier. Geben Sie mir die Jacke, Mann, ich will ins Boot. Sie haben mich die Sofala verlieren lassen. Sie haben die Kompassnadel abgelenkt. Das kostet Sie 15 Jahre Zuchthaus. Sie werden schweigen, Kapitän. Ja, das werden Sie. Ich soll ein Verbrechen decken, mit Ihnen gemeinsame Sache machen? Nein! Sie wollen mich ins Zuchthaus bringen. Sie! Scheren Sie sich weg. Ich will Sie nicht mehr sehen. Sehen, sagen Sie, Sie alter Narr. Sie können mich ja gar nicht mehr sehen. Sie nicht! Bringen Sie mich ins Zuchthaus! Tun Sie's! Dann werde ich auspacken! Dann sind Sie Ihr Geld los! Versicherung zahlt kein Pfennig, ja! Verpfeifen Sie mich nur! Dann sind Sie selber ruiniert! Kapitän! Schiff bekommt Schlagseite! Wir müssen das Boot runterführen! Also los, Mann, wie ist es? Ich werde schweigen. Na, endlich! Sie werden mein Geld Arminia vom Bike auszahlen. Ja, aber los, du ins Boot. Hab keine Lust, jetzt abzusaugen. Gehen Sie. Retten Sie Ihr erbärmliches Leben. Machen Sie schon, dass Sie wegkommen. Ja, los, und Sie. Ach, das werden Sie nie begreifen können. Ach so. Sie wollen Ihre Ehre retten, sozusagen, was? Ihren guten Namen. Kapitän Wolle.
Von der Condor, berühmte Seemann. Der Mann ohne Makel. Ja, ohne Makel. Wenn's wie Sie wollen, ich kann Sie nicht mit Gewalt ins Boot schleppen. Captain Wally! Captain Wally ins Boot! Sie können doch nicht auf der Brücke bleiben. Wo denn sonst, Mr. Stern? Retten Sie sich, Kapitän. Ja, ich rette mich. Ich bin Kapitän Wally. Ich kenne meinen Weg. Kein Wort mehr. Gehen Sie, Mr. Stern. Kapitän, es war nicht meine Schuld. Erledigt. Ich verzeihe Ihnen. Allen verzeihe ich, allen. Ich wollte nur ein bisschen vorwärts kommen. Sie müssen das doch verstehen. Es war doch nichts Schlechtes, was ich getan habe, nicht wahr? Beruhigen Sie sich, Stern. Sie waren nur eine kleine Figur in diesem niederträchtigen Spiel. Captain Wally! Höchste Zeit! Ja, ja, ich komme! Ich komme! Ivy, hörst du mich? Das Schiff sinkt. Ich könnte mich retten. Aber könnte ich noch weiterleben? Ein blinder Kapitän, der sein Schiff verliert, weil ein Schuft ihn betrogen hat. Ivy! Ich danke dir. Wir verstehen uns. Sei nicht traurig, Ivy. Mein Unglück wäre vollkommen, wenn es nicht den Tod gäbe. Und doch, ich fürchte mich. Ich hätte dich so gern noch einmal gesehen, Ivy. Captain! Um Himmels Willen, springen Sie darüber! Leb wohl, Ivy! Ich konnte nicht mehr für dich tun. Captain, springen Sie! Wir Das war das Ende vom Liede. Es gab einige Vermutungen, aber das Seegericht sprach Messi und seine Leute frei. Es ließ Wally seinen Ruf, seinen Namen, seine Ehre. Ich verließ Batu Beru kurze Zeit danach. Ich brachte Wallys Tochter das Geld ihres Vaters. Und ich erkannte in ihren Zügen den gleichen Stolz, den kein Elend auszulöschen vermag. Aber ich sah auch an dem Aufzucken ihres Mundes, welchen Verlust sie schweigend erlitt. Die Jahre sind vergangen, der Gesang der Leute von Batu Beru ist verstummt, alles ist Erinnerung geworden. Auch Kapitän Wally. Und doch, ich bewundere ihn noch immer, dass es solche Männer gegeben hat. Sie trugen, gleich dem Riesen Atlas, die Welt auf ihren Schultern. Sie hörten Die letzte Fahrt der Sofala nach Joseph Conrad, für den Funk eingerichtet von Alfred Brugel. Es sprachen Kapitän Wally, Heinz Klevenow. In weiteren Rollen Robert Mein, Werner Rundshagen, Werner Darms, Erik Bräth, Helmut Rudolph.